Mich interessiert die Ableitung dieser Funktion, also die grafische Ableitung, nicht die rechnerische Ableitung. Dafür schaue ich mir die Steigung der Funktion an, die Funktion, die steigt und fällt und steigt. Und es gibt auch Stellen, wo die Steigung 0 ist, das ist hier. Das heißt, ich kann über die Ableitung Folgendes sagen: Die Ableitung muss positiv sein, dort wo es fällt, muss sie negativ sein und dort wo es steigt, muss sie positiv sein. Genau hier muss die Ableitung 0 sein. Und jetzt sollte bei dieser Funktion noch etwas auffallen, nämlich die Steigung bei minus 5, die ist wirklich sehr, das ist so ein Steigungsdreieck, sehr klein. Das heißt, die Ableitung ist zwar positiv, aber die ist sehr klein, über der x-Achse. Dagegen, wenn ich mir die Steigung bei 1 anschaue, die Steigung hier, Steigungsdreieck, rein, die ist sehr groß. Das heißt, das ist wirklich, das ist irgendwo da jenseits. Ich kann die schon mal skizzieren, also eine sehr kleine Ableitung. Es wird, geht ein bisschen bergauf, ja. Und hier wird es dann wieder flacher, das heißt, nähert sich der 0. Jetzt geht es bergab, negative Ableitung und dann wieder bergauf. Also negative Ableitung bis zum Nullpunkt. Jetzt steigt es, dann muss die Ableitung positiv sein. Geht ziemlich schnell hoch. Ich kann mir das noch genauer anschauen. So, der steilste Punkt, den schätze ich ungefähr hier. Das heißt, da kann ich dann die Ableitung in der Richtung korrigieren, dass hier auch der tiefste, der negativste Punkt der Ableitung ist. Und genauso gut auf der anderen Seite, am steilsten bergauf geht es hier. Das heißt, da korrigiere ich jetzt, ein bisschen radieren. Der Berg der Ableitung sollte ungefähr da sein. Genau, weil an der Stelle ist es am positivsten, am steilsten. Und das Blaue ist der Graph von F' und das Schwarze ist der Graph von F.